So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Runde von, ja, ihr seht's richtig, Shock Live. So, ich beginne, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob irgendwie jeder gleichzeitig... Ich habe einen Death Ride. Ja, der Witz ist gut. Das bringt mir so viel mit dem Death Ride. Aber okay, Leute. Ja, lang ist her, dass wir schön. Ich habe gedacht, vielleicht hat sich was verändert im Spiel von Shellshock, außer dass wir ja natürlich jetzt eine 6. Runde einzeln schießen, was natürlich extremst lange dauert. Außer wir fliegen vorher raus, aber es sieht nicht so aus, auch wenn wir gut getroffen worden sind eigentlich. Ist natürlich schon eine Geschichte, aber lassen wir es mal, glaube ich, dabei. Ja, jetzt wurde ich getroffen. Ja, 80 Crit. Vielleicht fliegen wir auch relativ früh raus. Vielleicht ist das ja auch so, dass man jetzt eben schnell rausfliegt, wenn man alle einzeln schießen. Ich weiß es nicht, wie ist es dabei. Dass man natürlich einen Eigenbeschuss. Boah, das war fies. Das war ganz, ganz knapp. Und der wird mich jetzt treffen. Und dann müsste ich irgendwann mal wieder dran sein. Jo, das war gut Schaden gemacht. Wenn man überlegt, 80 waren vor uns weg. Da sind wir bei 80. Da sind wir jetzt fast auch nochmal bei 80. Nee, ach, keine Ahnung. Ich bin sofort zurechnet. Ja. Was gibt es Neues? Ich weiß es nicht, ob irgendwie was Neues im Spiel ist. Ich weiß bloß, dass meine Nase extrem juckt gerade. Und ich dran bin. Mit einem Rainbow. Ja! Geil! Ich habe einen Killshot gemacht. Also jemand gekillt. Freut mich. Ich habe natürlich auch 4 Schaden. Oder war das von vorhin gerade die 4 Schaden angenommen? Das... weiß ich leider nicht, Leute. So, was gibt es denn Schönes zu erzählen? Ich weiß es nicht, was es zu erzählen gibt. Ich bin irgendwann mal wieder weg. Nächste Tour von mir ist natürlich die Gamescom, wo ich da weg bin. Counter 4000, naja, ob sich das richtig lohnt, wer weiß. Jetzt müssen sie wieder zurücktreffen. Ich weiß nicht, so war GG. Oh nein. Oh, da ist einer rausgegangen. Schade. Das sind Runden, die viel zu lange dauern. Das ist der Nachteil daran. Aber ja, okay, da kann man eben nicht dagegen tun. Wie gesagt, ich hätte vorher gucken müssen. Aber ich war froh, dass ich überhaupt noch in der Runde gekommen bin. Denn Shellshock ist ja kein Spiel mehr, was eigentlich so richtig gespielt wird. Auch nur ein Twitch-User online. Ich weiß nicht, ob ich das schade finden soll. Mir richtig gefallen tut es ja auch nie. Weil es teilweise zu lange dauert, sehe ich hier. Aber jetzt nach, glaube ich, fast einem halben Jahr mal wieder zu spielen und zu gucken, ob was Neues drin ist, was man sieht, was nicht stimmt. Alles klar. Also, dass ich sterben soll, ist nicht so. Geil, also ich komme hier hoch. Das ist neu, das ist neu. Nee, gut. Ach, genau, weil ich schreiben soll.
Oh, nee, das, ja, ich hätte hochschießen können. Aber ich habe gedacht, ich dampe da drauf, gehe auf das andere und dann rüber. Aber... scheiß drauf. Ja, es vermasselt, muss ehrlich sein. Vielleicht will ich auch schnell, dass die Runde vorbeigeht. Das ist ja bloß jetzt ein Part, weil die richtige Lust jetzt darauf habe ich nicht. Wir haben es jetzt bei mir. 5,5. Abends. Ich muss in 3 Stunden auf Arbeit fahren. 3,5. Noch was essen zum Abendbrot. Ein bisschen laufen vielleicht. Ziehen oder sonst was. Und ja. Dann geht es für mich auf Arbeit. Aber ich möchte natürlich was vorproduzieren, denn meine Zeit ist wieder ran. Dass meine Zeit, dass mein Dings Aufnahme vorbei sind. Meine Aufnahmen werden zwar nicht mehr geguckt. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal aufnehmen möchte oder nicht. Irgendwie ist so. Gut, ich bin nicht dran. Das wäre. Pache. Ach, Apache-Hubschrauber. Ja, was haben wir auf den Apache? Von hier unten vielleicht ein bisschen scheiße. Gut, wenn jetzt hier ein Punkt wäre, dann... Ich glaube, eh das hier passiert, dann ist es vorbei, meine Runde. Denn 130 Leben ist nicht mehr viel, die ich so habe. Ja. Nico David. Gucken wir mal kurz. Ich habe bisher 124 Runden gemacht. Bin ich stolz, muss man schon sagen. Der Stolz über sie siegt. Ach nein, hat sich glaube ich selbst. Kann ja auch nicht sein, sonst wäre glaube ich auch egal. Oh, das war ein nicer Schuss. Ah. Ach ja, ist das nicht schön. Echt jetzt. Das ist echt Charles, der jetzt rausgegangen ist. Das wäre glaube ich ein super super Schuss für ihn. Wenn das jetzt gehen würde, hier, dann hier so abrollen. Düschi. Also ich hätte es persönlich nicht hinbekommen. So dieses ganze Rebound ist natürlich eine Strategiesache, würde ich sagen. Das jetzt klappt. Aber viel Schaden hat es nicht gemacht. Also das war jetzt, ach, was waren das? 25 Schaden, was soll denn das? Und die kriegen alle so irgendwo gute Schüsse, beziehungsweise sind so schön nah aneinander. Ja, gut. Es wäre so einfach gewesen, theoretisch. Jetzt mit einem großen Radius geht's. Ich glaube, das Spiel möchte mich raus haben. Oh, habe ich einen Glück. Mensch, da habe ich ja Glück gehabt. Vor mir stehen irgendwie USB-Sticks, die müsste ich auch noch ein bisschen besticken. Aber da bin ich irgendwie auch zu voll, die bisher auch zu machen. Diese hässliche Packung. Uiuiuiui. Not bad. Ja. Ich glaube, das Spiel will mich wirklich tot sehen.
Ja, und dann bin ich dran und habe natürlich so wunderschöne Schüsse. Was haben wir denn so? Ja, besser ist nichts, muss man schon mal sagen. Es geht schlechter. Also ich glaube, das Spiel will mich tot sehen. Das denke ich ganz wirklich. Die Schüsse, die man hier machen kann gegen mich, sind ja schon nicht gerade ohne, würde ich sagen. Das Schöne ist, ohne Kamera aufzunehmen, man sitzt, kann man vor dem Bildschirm sitzen. Und es regnet, es regnet. Hier fliegen die Punkte wie verrückt. Oh, hoho, das ist ein Shot. Aber ich hätte gerne gesehen, was das Ding gemacht hat. Schade. Eine schöne Steigung. So, ein später Komet. Ja, ich glaube, ich will mich auch tot sehen. Weil die Runde doch schon relativ lange geht. Und ich das aber auch nicht zusammenstellen möchte. Nicht aus dem Grund, dass keine Lust da ist, sondern dass, weil ich eh gleich verliere mit 18 AP. Lange wird das eh nicht mehr dauern. Und dann muss ich mir überlegen, was ich gerne noch aufnehme. Oh. 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 Halleluja. Das war enge. Ägyptischen Kartoffelsalat. Ole, ole, ole. Oh, meine Maus ist... Jedenfalls eine davon. Der ist schon tot. Großer Radius. Wer ist dran? Naja, ein großer Radius wäre was gut. Ja, schlecht. Und bin ich tot? Bin ich tot? Ja, jedenfalls wieder mal ein Schuss noch. Und dann werde ich jetzt wohl in dieser Runde tot sein. Außer also schießt in die Richtung, ist er bescheuert und trifft mich nicht. Weil er gut mich treffen können. Achte Runde schon. Oder erst. Was ist besser? Erst oder schon? Ach ja, leider. Ich habe einen Kalender vor mir mit meiner Heimat. So, auf der Barzower See. Mensch. Schöner See. Wo ich könnte man eigentlich auch noch mal ein Video drüber machen. Ich wäre hinter den gefahren. Oh, das ist... Oh, schade, nicht wahr? Schade, dass du mich nicht getroffen hast, nicht wahr? Ist ja nicht so schön. Nicht so schlimm. Nicht so schön, nicht so schlimm. Oh, das ist bloß ein Roller gewesen. Welcher Marsch. Komm ich so weit, komm ich so weit, komm ich so weit, komm ich so weit. Oh, ich komme so weit. Ein Klo, was ist doch dieses Glücksding, oder? Hätte ich nicht gemacht. Gut. Oh.
Flaha. Ui. Das ist gut. Oh. Die ist geil gewesen. Da hat er jetzt Schaden reingeholt. Oh, wer ist denn dran? Nico. Oh, wenn es von der anderen Seite gekommen wäre, hätte er Arsch gerade gehabt. Theoretisch würde es gehen. Dann hätte er hier so lang schießen müssen. Ja, aber ich glaube, dann wäre er oben abgeprallt, nicht nach unten. Naja, bringt nichts. Was haben wir denn schönes? Flasher, Napalm. War das enge. Das war eng. Das kann noch so ewig dauern. Was war das? Mit 6 HP, jetzt will er auf immer das Spiel nicht mehr, dass ich sterbe. Ich will, jetzt will ich sterben und jetzt will das Spiel mich nicht mehr tot ziehen. Slema. Sniper, Shooting Star. Okay, dann würde ich mich mal noch interessieren. Also es gibt neue Waffen. Es gibt schon mal neue Waffen. Und killen können sie mich jetzt in dieser Runde nicht. Oh. Knapp. Aber schön, dass sie jetzt alleine für sich irgendwie spielen. Freut mich schon irgendwie. Ich will noch wissen, was dieser Shooting Star ist. What? Jetzt kommen so die harten Sachen auf immer. Und mit Sniper wäre auch geil, wenn ich den treffen würde. Irgendwen. Ich hab so mit der Nase gekotzt. Oh nein, nein, nein. Oh. Der Berg zu hoch. Komm, der Berg zu hoch. Alter. Nee, was soll ich nehmen? Mal hier ins Witter. Wo habe ich denn jetzt die Prozente her? Ich will euch nochmal mit einer Sniper treffen. Ich habe jetzt so gute Waffen. Oh.
Gut, also zu schnell raus. Alter. Jetzt kommen die harten Waffen hier auf immer raus. Was habe ich denn schönes? Ja, das hätte ich auch gemacht. Python. Es ist so eine ewig lange Runde. Natürlich das Schlechteste kommt doch noch am Ende hin. X-Shit irgendwie. Damit können er mich treffen. Ja. Alter! Das ist eine Runde! Gemein wäre schon irgendwie, wenn ich noch gewinne. Aber es wäre schon gemein, wenn ich noch gewinne. So. Alter. ja. Ach, Damage. Nicht gerade viel. So. Treffen kann ich. Das habe ich eh nicht. Jetpack. Wenn ich wüsste, was es heißt, ich nehme diese Runde auf. Ach, I record. Alter, Leute, das war eine fucking Runde. Eins möchte ich noch gucken. Und zwar waren das Lini. Fridge Rage. Ich glaube, da sind alle Waffen drin, die ich besitze.
Ja, aber ich will eigentlich gucken. Yes, prüfen. Was es eigentlich für Waffen gab. Aber Leute, es ist... Ah, hier oben. Genau hier war es. Weapons. Gibt es da was Neues? Also hier gibt es noch ein paar Sachen, die ich natürlich nie freigeschalten habe. Ich glaube, hier gibt es doch schon ein paar neue Sachen. Kernless mit dem Popcorn ist glaube ich fast schon neu. Schupa, das hier. Und dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, lasst einen Daumen rum, wenn ich da einen Daumen runter, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.